Stillgestanden, Kadetten. Hauptmann hier. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. South Park, The Stick of Truth. Wir haben gerade eben die Ogerin besiegt. Und machen uns jetzt auf den Weg, weiterzugehen. Hey, Kollege. Danke. Kann man bei dir Essen looten? Ja, wir haben keine Heiltränke mehr. Ich muss den Kampf übrigens nochmal machen, weil dieses Game die beschissensten automatischen Speicherpunkte hat, die ich je gesehen habe. Ohne Spaß. Noch nie so beschissene Speicherpunkte gesehen. Ich meine, warum speichert ein Game nach einem Bossfight nicht automatisch? Wie behindert ist das bitte? Und manuell speichern kann man nicht. Naja. Wo waren wir hängen geblieben? Ja, stimmt, wir müssen den Goffkids zeigen, dass wir non-konform sind, indem wir konform sind. Stimmt. Okay. Okay, gut. Karte. Oh, ich habe jetzt keine Ahnung, wo diese blöden Dinger stehen. Die werden mir ja nicht angezeigt. Hier ist das Cartman-Haus, da wollen wir jetzt aber mal nicht rein. Hat nur die Frage, wo jetzt der nächste Teleporter ist, außer bei Cartman. Unser Haus? Ah, hier ist einer. Perfekt. Menschenbanner? Wo sollen wir jetzt die Zigaretten finden? Was da oben geht irgendwie nicht, der Farmer ist nicht da. I couldn't decide where to hide. Ja. Anscheinend nicht gut. Aber ich glaube, wir müssen mal ganz kurz bei Shitty Wok rein. Und mal gucken, ob wir hier Heiltränke kaufen können. Sir, you can only summon me once per day. Ja, können wir. Ganz wichtig. Brauchen wir echt dringend den Spaß. Hey, das wird ja gleich wieder hergestellt. Ja, mal witzig. Okay, also weiter. Also, wir haben über 100 Dollar. Last cigarette. You guys got more? Yeah, we just stole a fresh pack. Not the girl kind again. Yeah, they're slim. Smoke too if you're such a big bad asshole. Okay, die Lungs. Get lost, kid. We're trying to take your stupid hair and leave. 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 Gut, dann gibt's halt aufs Maul, ihr Motherfucker. Big mistake. Boom, Motherfuckers. So, nein, warte. Attack. Perfekt. So, Fähigkeit. Alter! Okay, mein Sohn. Alter, es macht beiden Schaden. Gut, dann mal kurz verprügeln. Yay, perfekt.
Anatrank. Jungs, wir bräuchten einen Heiltrank. Okay, so, müssen wir jetzt noch hin. Gut, können mal noch. Wir da hoch? Hier hoch, okay. Wir können da lang. So, also können wir auch. Moment mal. Nicht so. Perfekt. Ich wollte the best wet willy over there one time. Ja, stimmt, ja. Bartos, da wird ja immer gemobbt, der Kleine. We've been getting reports of a bunny rabbit running around people's yard. Okay, der Loot war enttäuschend, aber egal. Besser als gar keine. Perfekt, ich will aber nicht in die Kirche gehen. Okay, wir gehen mal zum Teich. Können wir hier jetzt lang und gibt es da Loot oder geht's da? Ah, perfekt. Und so ein blödes Kindergartenkind. Dark and scary. What if you never found me? Ja, hättest dich nicht so gut versteckt, du blöde kleine Kuh. Perfekt, so, wo kann man hier jetzt Feinde, wenn man... Hier könnte man sich durchfutzen. Okay, das war cool. Gut, und da müssen wir uns jetzt durchfutzen. Okay. Nebenmission fertig. Wir können zu El Gore zurück. Goddamn Kids. Gut. Okay, und können natürlich gleich die Goff-Kinder überreden. Oh, Joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress. It's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Okay. Ja, das kriegen wir gerade noch so hin, aber ich wäre zuerst mal zu Paunogor zurückgegangen. So, aber ich will meine Ausrüstung wechseln. Ah, ist das nicht besser? Hm. Ganz ehrlich, ich glaube, ich will meinen Mongolenbogen zurück. Hey, wir haben noch was frei. Okay, das ist gar nicht schlecht.
Können wir bei denen die Farbe ändern? Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, da drüben ist Elternrat, aber scheiß auf den Elternrat. Okay, wir müssen dann mal doch kurz laufen. Hallo. Wacht mal anfurzen, höhö. Butter's got a horrible snuggie over there. Alter, wie alle immer Butters kommen. Gut, aber ich hätte gesagt, wir gehen erstmal, wie gesagt, kurz zu Mr. Ich hab da noch so ein. Einer Trank. Okay. Dürfen wir wohl nicht rein. Aber Garage dürfen wir looten. Komm schon, hoch hier. Wiederbelebungstränke sind natürlich immer geil. Sage ich nicht nein. Yay, und hier gibt's ein Ding. Gut, wir müssen ganz kurz zu El Gor zurück in dem Fall. Altshaus ist ja nicht hier. Ach, Mr. Broflovski, was will der jetzt? El Gor! Wir wohnen doch hier drüben, oder? Ja. Nicht El Gor, Moment mal, das ist Mr. Gay, ich will doch zu El Gor zurück. Ich will hier wieder raus. Ich will hier sowas von wieder raus. Denn mit dem Typen möchte ich sowas von gar nichts zu tun haben, erstmal. So, wo ist El Gor denn bitte? Ah, da unten. Okay, ja gut, so weit sind wir gar nicht weg. So weit sind wir nicht weg. Muss ich ja schon sagen. Gucken, was da noch geht mit den Schwannebärmann-Sensoren. Aber ich brauche sonst noch ein bisschen Kleingeld. Kleingeld. Hey, El Gor. Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot Manbear Pig readings. Come with me. I must put this data in the data Manbear Pig base. Okay, sehr schön. Machen wir später, nicht jetzt. Ich will zuerst zu den Elfen zurück. So, Kollege. Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Warum sind wir jetzt der Dragonborn? Naja, egal. Gut, dann. Elternrat, wir kommen. Aber zuerst brauchen wir Geld. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wogegen ich da jetzt kämpfen muss. Aber auf jeden Fall haben wir wieder ein paar Tränke. Jupp. Aber ich muss mich kurz umziehen, leider. Yeah, have fun in there. I think I'll wait it out.
It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on, let's go! Come on! Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Oh Gott. I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away from me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay. Okay. Fuck the conformists. Why, are they a good lay? Don't be screwing around in here. Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Okay, okay, ich gehe ja schon. Oh, die blöde Kuh, ich hasse die. This is a PTA meeting, young man. Be on your way. Hasse die. Ich hasse die. Das ist der schlimmste Charakter in South Park. Noch schlimmer als Cartman oder der Arzt, der über Ärsche dran kleben will. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Was? Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Bin try zu blöd again. Dafür irgendwie. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Muss ich da drücken oder gedrückt halten? Kia, you call that farting on someone? Da steht nicht, ob ich drücken oder gedrückt halten muss. Egal was ich mach. Ah ja, okay. Kurz drücken und warten, bis das andere aufbricht. Ist immer voll bescheuert. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Hello? Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Oh, hey, guys. Oh, Mr. Mackey? Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Kia! Very, very good.
Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right, now go. Okay, Alter, wir haben richtig heftige 40 gelernt. Aber ich hatte gesagt, wie es weitergeht, wenn wir 14, erfahren wir in der nächsten Folge von South Park, The Stick of Truth mit 18 Rüstung. Also, ich hoffe mal, das speichert jetzt hier auch. Ich gehe mal noch raus. A Taco Bell, can you believe it? Gut, dann hätte ich gesagt, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Also, wegtreten. Hauptmann lootet noch dieses Ding da hinten out. Nicht hier, sondern hier. Perfekt, also jetzt wegtreten. Hauptmann out.